Wie sieht das Gesicht von diesem Menschen heute aus? Ein sehr interessantes Gesicht. Für alles verantwortlich. Von 2000 bis 2010. Für alles verantwortlich. Wie waren Sie diese Jahre für diesen Menschen? Weiß das jemand außer ihm selbst? Wer hat die ganze Gesetzgebung in den 90er Jahren geschrieben? Die Erstellung aller Gesetze inklusive des Steuergesetzes wurde durch ausländische Zuschüsse finanziert. Wir haben die Ressourcen von Russland erst 2004 unter nationale Kontrolle bekommen. Und davor waren sie nach dem Production Sharing Agreement nicht einmal in russischer Jurisdiktion. Aber nicht alle natürlich. Und erst 2004 wurde dieses Gesetz aufgehoben. Hätten wir das nicht gemacht, könnten wir überhaupt nicht vom Ölpreis profitieren. Die Einnahmen von Erdöl würden nicht ins Budget fließen. Die Erstellung der ganzen Gesetzgebung von Russland wurde durch ausländische Zuschüsse finanziert. Ich habe das nicht gewusst, bis ich das vom Vorsitzenden des Komitees für wirtschaftliche Politik erfuhr. Alle Gesetze durch ausländische Zuschüsse, die wichtigsten Gesetze. Das heißt, die Amerikaner haben für uns Gesetze geschrieben, unter anderem was Erdöl anbelangt. Wir haben ein typisches Gesetz für Schwellenländer verabschiedet, das Production Sharing Agreement. Das ist ein Kolonialgesetz für Dritte Weltstaaten. Es ist wichtig zu verstehen, die erste Entscheidung, sich dem Gesetz zu widersetzen, trafen wir 2010. Die ersten Abmachungen wurden schon damals und die wichtigsten am 1. Januar 2004 aufgehoben. Und was sehr wichtig ist, die Profite durch Erdöl kamen Russland im vollen Umfang erst ab 2004 zugute. Vorher haben wir von jedem Dollar weniger als 20 Cent bekommen, von jedem Erdöldollar. Und alle haben geschwiegen. In den 90er Jahren haben wir einen Wechsel der politischen Elite erlebt. Das heißt, Jelzin brauchte die amerikanische Unterstützung im Kampf gegen Rasbulatov und Rutskoi. Und nicht weniger gegen regionale Eliten von Tatarstan, Baschkirien und Jakutien. Ganz zu schweigen von Tschetschenien und Inguschetien, das ohne Abkommen gelebt hat. Tatarstan und Baschkirien haben ja auch Erdöl. Das Production Sharing Agreement. Was ist das PSA-Gesetz? Ein Mann, ein einziger Mann, Wladimir Putin, hat es vermocht, die Situation grundlegend zu ändern. Warum hat Russland sein Erdöl, das Erdölgeld verloren? Scheinbar der wichtigste Bestandteil von unserem Budget, Erdöl, Gas und Waffenhandel. Heute werden wir ein überraschendes Gespräch führen. Faktisch ist es ein Gespräch darüber, wie schlecht wir diesen Menschen und seine Leistungen kennen. Und sein Name ist Wladimir Putin. Die Budgetverluste durch das PSA-Gesetz betrugen 2/3 vom ganzen Budget. Unser Land hat ungefähr im Jahr 2000 begonnen, dagegen zu kämpfen. Der offizielle Sieg wurde 2004 errungen. Das heißt, erst nachdem Putin an die Macht kam, fing der Kampf an. Natürlich. Und davor waren alle Naturressourcen nach dem PSA-Gesetz nicht in russischer Jurisdiktion. Das heißt, die Ressourcen waren quasi nicht russisch. Die Verluste betrugen 2/3 vom ganzen Budget. Die Renten waren damals 3-mal niedriger als jetzt. Alle Staatsausgaben waren 3-mal niedriger als jetzt. Die Erdölgelder blieben im Ausland. Sie kamen nicht einmal in die russische Jurisdiktion und Wirtschaft. Sie wurden zu ausländischem Eigentum, sobald Erdöl befördert wurde. Sie waren laut dem PSA-Gesetz gar nicht russisch. Als du vor einem Jahr erzählt hast, dass Russland 10 Jahre lang keine einzige Kopeke von diesem Erdöl abbekommen hat, standen alle unter Schock. Ja, das stimmt, weil das PSA-Gesetz in Kraft war. Man hat irgendwie nicht gewusst, dass vor Putin das russische Erdöl, auf das wir so stolz sind, Russland nicht ernährt hat. Ich habe eine Frage. Das ist eine grundlegende Sache. Woraus setzt sich das Budget zusammen und wer hat unser Geld all die Jahre gestohlen? Praktisch stellt sich heraus, dass wir bestohlen wurden. Und was hat Putin gemacht? Und hier ist meine Frage, wenn das eine grundlegende Sache ist, warum wir von Putins Rolle, von seiner Arbeit immer noch nichts wissen? Die Menschen verstanden nicht, dass Politik auf ihr Leben keinen geringeren Einfluss als die Familie nimmt. In jedes Haus kommt Politik in Gestalt von Rente, Lohn, Lebensstandard und Sicherheit des Landes. Wenn die ganzen Erdölgelder, Dutzende, Hunderte von Milliarden im Ausland blieben, wie groß muss das Risiko für Putin gewesen sein? Unter anderem auch das internationale Risiko. Wie unzufrieden manche waren. Das zustande gekommene Risiko. Davon reden wir später. Kannst du mir unseren damaligen Zustand erklären? Erstens, die Propaganda läuft, und zwar so, dass die Spitze der Propaganda gegen uns gerichtet ist. Das versteht man nicht.
Bei uns versteht man nicht, dass der russische Staat von amerikanischen Beratern geschaffen wurde. Du hast gesagt, dass die Erstellung unserer wirtschaftlichen Gesetze durch amerikanische Zuschüsse finanziert wurde. Die Erstellung von allen grundlegenden Gesetzen wurde dadurch finanziert. Die Erstellung aller Geschichtslehrbücher wurde durch amerikanische Zuschüsse finanziert. Das war von 1992 bis 1995. Der Staatsapparat von Russland wurde von amerikanischen Beratern erschaffen. 10.000 Menschen arbeiteten in unseren Behörden an der Erschaffung des russischen Staates. In allen wirtschaftlichen Ministerien haben sie gearbeitet. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen und ich habe es sogar dem Präsidenten Putin gezeigt. Die Sponsorhilfe von Soros, das waren gewöhnliche Schulhefte. War das nach dem Skandal mit den Schulbüchern, die Soros veröffentlicht hat? Ja, aber das war eine ideologische Verfälschung, als der Schlacht um Stalingrad nur 3 Zeilen und dem Treffen an der Elbe nur 4 Seiten gewidmet waren und dass die Amerikaner den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten. Ja, aber da ging es um was anderes. Und zwar, das ist ein normales Heft, aber auf der Kehrseite des Heftes stand kein 1x1, kein Text der Staatshymne, sondern dort waren 4 amerikanische Präsidenten abgebildet, 4 Porträts. Warum müssen amerikanische Präsidenten auf dem Schulheft eines russischen Schulkindes abgebildet sein? Das war natürlich kein einzelnes Heft, sondern 100.000 Stück. War Putin erstaunt? Ja, er war erstaunt. Hieran seht ihr, so wird Politik gemacht. Wie kam es dazu, dass das russische Erdöl plötzlich komplett zum ausländischen Eigentum wurde? Lass uns nicht eilen, lass uns das PSA-Gesetz am Beispiel von Sachalin erklären. Sachalin war das letzte Abkommen. 260 wurden widerrufen. Sie basierten auf der Basis des Gesetzes, das vor Putin in den 90er Jahren verabschiedet wurde. Das heißt, das ganze Erdöl, Gas, Metalle, alle Naturressourcen, alle 262 Vorkommen nach diesem rein kolonialen Schema gingen ins Ausland. Das heißt, uns wurde alles, Metall, Gas, Erdöl, entzogen. Absolut, es gibt ein Vorkommen, aber es befindet sich in einer fremden Jurisdiktion. Es ist zwar auf dem russischen Territorium, aber es ist quasi nicht da, als wäre das Vorkommen rausgeschnitten und weggebracht worden. Ich muss ehrlich sagen, ich habe damals nichts gewusst. Und du? Du warst ja Vizepremierminister. Hast du gewusst, dass es so schlimm mit dem Erdöl aussieht? Ich war mit einer Regierungsdelegation in Saudi-Arabien. Mit dabei war der Minister für Erdöl und Energetik, Shafranik. Als wir gesehen haben, wie man in Saudi-Arabien mit Erdöl umgeht, habe ich ihn gefragt, wer ist bei dir im Ministerium für Verkauf von Erdöl zuständig? Er hat mir die Zahl 169 genannt. Das waren die Subjekte. Unter diesen Subjekten gab es großartige Kabarettisten, Sängerinnen. Alle beschäftigten sich mit Erdöl. Und obwohl Shafranik dagegen aufgetreten ist, vergrößerte sich die Liste von diesen Leuten immer mehr. Das Erdöl wurde verschleudert. Man muss bedenken, dass es damals ziemlich wenig davon gab. Und bevor Putin Präsident wurde, habe ich gesagt, man muss alles in diesem Land in Ordnung bringen. Sowohl Erdöl und Gas als auch Staatswesen. Was Putin gemacht hat, war eine fundamentale Arbeit. Warum hat Jelzin solche Entscheidungen getroffen? Er hatte keine Wahl. Dass solche aneinander verknüpften Dinge, die in Russland nicht erforscht werden, ohne internationale Unterstützung gab es Jelzin als Politiker überhaupt nicht. Man nahm einfach das russische Erdöl und Gas und hat nichts dafür bezahlt. Gar nichts? Gar nichts. Wir bekommen jetzt gar nichts, obwohl Erdöl seit einigen Jahren gefördert wird. Und wenn sich die Unkosten erhöhen, werden wir noch weitere 10 Jahre nichts bekommen. Schauen Sie sich die zusätzlichen Ausgaben an. Fast ums Zweifache wurden die Ausgaben für juristische Dienstleistungen erhöht. Fast ums Zweifache wurden die Ausgaben fürs ausländische Personal erhöht. Fast ums Zweifache wurden die Ausgaben für Geschäftsreisen erhöht. An dieser Stelle muss man bedenken, damit Russland sein Erdöl nicht bekommt, wurden die Ausgaben der Sachalin Energy ständig erhöht. Dazu gehörten der ums 40-fache erhöhte Preis von Wohnungen für die Mitarbeiter des Unternehmens in der Stadt Juschno-Sachalinsk, Flugtickets, Abstecher mit Mädels am Wochenende und sogar ein Blasmusikkonzert in Korsakow. Für das alles haben wir mit Erdöl bezahlt. Ja klar, weil das PSA-Gesetz, wenn ausländische Unternehmen auf unsere Shelves kommen, Shell vor allem, ein britisches Unternehmen,
Das bedeutet kein halbe-halbe Prinzip. Nein, das hieß, sie kompensieren sich alle Unkosten durch unser Erdöl und was übrig bleibt, gehört uns. Und als Unkosten haben sie alles, was man durfte und nicht durfte, gelten lassen. Unser Budget ist durch das Abschaffen von dem PSA-Gesetz 3 bis 4 Mal größer geworden. Allein durch die Liquidation von PSA. Deswegen denke ich, Putin ist nicht nur ein Präsident oder Anführer, er ist der Anführer der nationalen Revolution. Er persönlich hat alles riskiert. Wie meinst du das? Hat er sein Leben riskiert? Natürlich. Ausländische Geheimdienste können leicht den Präsidenten eines anderen Landes umbringen. Moment, Gaidar Aliyev und kein anderer hat uns Journalisten erzählt, wie in Aserbaidschan ein Attentat auf Putin vereitelt wurde. Wir wollten keine Werbung für uns machen, deswegen haben wir nichts groß erzählt. Der FSB, der russische Geheimdienst, weiß es. Schon bevor Putin hierher kam, wussten sie, welche Maßnahmen ergriffen worden sind, welche terroristischen Mittel dem Attentäter weggenommen worden sind. Das war die anstrengendste Operation, die das Sicherheitsministerium von Aserbaidschan in diesem Jahr durchgeführt hat. Dieser Mensch ist irakischer Staatsbürger. Sein Name ist Kanan Ahmed Rostam. Seine weiteren Namen lauten Abdurrahman Buhari, Abu Said Al-Jurdi, Kanan Magomedov. In der terroristischen Szene kennt man ihn unter diesen Spitznamen. Der echte Name von ihm ist Kanan Ahmed Rostam. Er wurde in Afghanistan und Tschetschenien ausgebildet. Also der Iraker weist eine Spur nach Tschetschenien auf. Zum Terroristen wurde er in Afghanistan ausgebildet. Später hat er an der Seite von Tschetschenen gekämpft. Wann der Plan ausgereift war, ein Attentat auf Wladimir Putin zu verüben, ist schwer zu sagen. Er hatte ein ganzes Arsenal von Sprengstoffen. Das war ein komplexes System, das eine Verbindung zwischen dem übertragenden und empfangenden oder sprengenden Teil herstellt. Unseren Spezialisten war ein ähnliches selbstgemachtes System vorher unbekannt. Und wie wollte er den Präsidenten von Russland in die Luft sprengen? Wissen Sie, diese Geräte funktionieren mit Hilfe von Handys. Es wird nach dem Signal zum Beispiel von Baku aus, das heißt in Reichweite von einem Funknetz, einprogrammiert. Das heißt, das Gerät kann ferngesteuert werden. Wollte er Putin hier in Baku während seinem Besuch töten? Ja, während dem Besuch, nach unseren Informationen. Es wurde ein Bursche festgenommen, der Putin hätte umbringen sollen. Er wurde inhaftiert, später hat er lebenslänglich bekommen. Mittlerweile sitzt er in einem Lager bei Baku. Warum hat sich niemand außer Aliyev und Namik Abazov dazu geäußert? Es ging um den Mord an Wladimir Wladimirovich Putin, dem damaligen Präsidenten von Russland. Hat jemand den Iraker im Lager besucht, um die Details herauszukriegen? Der Junge mit tschetschenischem Hintergrund wollte doch immerhin Putin umbringen. Und wir haben nichts gewusst. Angeblich mit tschetschenischem. Denn Tschetschenien, Dagestan und die ganzen anderen Terrorzellen waren ein komplett ausländisches Projekt. Aliyev äußerte sich dazu. Hast du damals eine einzige Zeile über das Attentat auf Putin gesehen? Darüber hinaus, als wir dieses Material einem Sender angeboten haben, ich will jetzt den Namen des Senders nicht nennen, hat man die Stelle mit Gaidar Aliyev rausgeschnitten. Dieses ganze Fragment, als hätte es kein Attentat auf Putin gegeben. Sie haben einfach eine Schere genommen und die ganze Stelle vor der Ausstrahlung zensiert. Wie Berezovsky gesagt hat, das war ein gesteuertes Chaos. Ich habe diese Zahlen nicht gekannt. Als Putin das PSA-Gesetz abgeschafft hat, vergrößerte sich der Staatshaushalt um das 3- bis 4-fache. Und die Einnahmen von Erdölsteuern nach dem Yukos-Fall um das 80-fache. Ums 80-fache. Der Grund dafür war, dass die Unternehmen nach dem Yukos-Fall einfach angefangen haben, wie es sich gehört, nach russischen Gesetzen Steuern zu zahlen. Sie wollten gar nichts zahlen. Natürlich nicht. Yukos, also Chodorkowski, auch nicht. Chodorkowski hat in seinem Brief aus dem Totenhaus, eine Anspielung auf das Buch von Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Totenhaus, ganz klar gesagt, Russland ist ein Jagdgebiet. Warum wissen wir davon gar nichts? Die sind doch nicht nur Diebe, sondern auch Mörder. Auf dem Konto von Chodorkowski sind Dutzende von Toten. Manche sprechen von 72 Menschenopfern. Wir reden jetzt nicht von den Killer-Ehegatten Gorins, die in Tambov getötet wurden.
Man hat nicht einmal ihre Leichen gefunden. Nein. Wir sprechen von der Volksartistin von Russland, Regisseurin Svetlana Vragova. Chodorkowski hat versucht, sie zu beseitigen. Und wie durch ein Wunder hat sie überlebt. Sie ist künstlerische Leiterin des Theaters Modern. Am Anfang der 90er hat Chodorkowskis Bank Vinatep aktiv Immobilien erworben. In Pokrovka, in der Kolpatschny-Gasse, sind einige Menschen umgebracht worden. Aber die Schuld von Chodorkowski konnte nicht nachgewiesen werden. Der Mord an Alexander Konchatov, der Fall von Svetlana Vragova, die Zwangsräumung von der Arbeitsbeschaffungsorganisation Neue Initiative. Chodorkowski hatte es auf den Bezirk in der Nähe von der Kolpatschny-Gasse abgesehen. Das Interessanteste, das Bezeichnendste war, am Boden lag ein Buch von Maria Knebel, der Schüler und die Schülerin. Und auf dem Bild von ihrem Gesicht, das darauf abgedruckt war, war ein schrecklicher schwarzer Fußabdruck. Hat Chodorkowski zugegeben, dass er das veranlasst hat? Er hat sich später bei mir entschuldigt. Er hat es zugegeben. Er sagte, um Gottes Willen, verzeihen Sie mir, ich habe nicht gewusst, dass Sie das sind. Also hat er praktisch eingeräumt, dass dies sein Werk war. Natürlich. Und der Mord am Nachbarn? An Alexander Konchatov. Hier steht das Gebäude der Bank Menatep und etwas weiter im Hof steht dieses Haus. Wie lange hast du in dem Haus gewohnt? Ungefähr 10 bis 15 Jahre. Und sie haben alle außer euch zur Räumung gezwungen? Ja, alle sind ausgezogen und ich nicht. Sie kamen zu mir ins Theater und haben versucht, einen Deal mit mir zu machen. Ich sagte zu denen, lasst mich in Ruhe. Dann haben sie verstanden, dass es nicht klappen wird. Eines Tages kam ich nach Hause. Vor meinem Haus standen mit Maschinenpistolen bewaffnete Männer. Als ich aufblickte, stellte ich fest, dass die Fensterrahmen ausgetauscht worden sind. Der Kühlschrank hat gefehlt und die Eingangstür stand offen. Ich habe sie ganz naiv gefragt, wo sind die Fensterrahmen? Was ich später sah, sehen Sie jetzt. Ich stand komplett unter Schock. Ähnliches sieht man wahrscheinlich in Tschetschenien, nachdem eine Bombe eingeschlagen ist. Die Wände wurden durchgebohrt, sämtliche Möbel fehlten, die Bibliothek war weg. Dieses kleine Büchlein hat anscheinend niemand gebraucht. Ich muss sagen, ich habe niemals vorher den Zustand der Schwerelosigkeit erlebt, wenn du nicht verstehst, ob du auf Erden oder im Himmel bist. Also der Bezug zur Realität verschwindet vollkommen. Wir brachten eine Kamera, aber die bewaffneten Männer wollten uns nicht reinlassen. In meine Wohnung. Sie sagten, wir wissen gar nichts. Es haben ukrainische Arbeiter die Tür aufgesperrt und alles weggebracht. Das Schrecklichste an dieser Geschichte war, dass niemand helfen wollte. Ich ging zur Polizei. Da sah ich einen Polizisten, der seinen Bauch gekratzt hat. Der Bauch ragte weiter heraus, als man es gewohnt ist. Nebenan stand ein uralter Mercedes, den er wahrscheinlich kurz davor geschenkt bekam. Der Polizist hat mich ausgelacht, während ich ihm erzählt habe, ich hatte eine Wohnung, jetzt habe ich gar nichts, weil alles gestohlen wurde. Er sagte, gehen Sie vor Gericht. Ich ging zu einem Rechtsanwalt, der wollte mir aber auch nicht helfen. Ich war in einem komischen Zustand. Wie gefällt dir die Geschichte von Svetlana Vragova? So hat sie ihre Wohnung verloren. Chodorkowski hat die Wohnung gestohlen. Man hatte den Eindruck der Narrenfreiheit, die in den 90er Jahren immer größer wurde. Das war die Zeit, als einige dachten, dass man alles darf. Das waren die 90er. Und jetzt? Jetzt kommen wir zurück zum Erdöl. Sag mir bitte, dein Buch, Wofür sitzt Chodorkowski, wurde wenigstens einmal wieder veröffentlicht. Es wurde nur einmal veröffentlicht. Wie groß war die Auflage? 5000. Im Prinzip ist es keine kleine Auflage. Ich will dich jetzt auf keinen Fall beleidigen, aber kannst du mir sagen, wie viele Artikel weltweit, die dem Fall von Chodorkowski gewidmet waren, erschienen? Viel mehr als 5000. Und wurden wenigstens in einem Artikel die Namen der Chodorkowski-Opfer genannt? Solche wie Konchatov, Vragova? Chodorkowski brauchte das Gebäude, in dem die Wohnung von Vragova war, weil seine Bank im selben Hof war. Wenn ich wegziehen wollte, wurde getötet. Vragova weigerte sich, man hat sie beraubt. Sie hatte Glück, dass sie vermochte, irgendwelche Leute aus dem Kriminalmilieu zu finden, die Chodorkowski gekannt haben. Ich war im Theater in meinem Zimmer, es war 0.30 Uhr. Ich hatte außer einer Datscha kein Zuhause mehr. Ich rief Konstantin Schabakow an, er war erster Stellvertreter des Kultusministers. Er sagte, Svetlana, ich kann dir nicht helfen. Ich habe aufgelegt. Eine halbe Stunde später hat er aber wieder angerufen. Er sagte, ich habe hier jemanden vor mir. Dann ging die Geschichte los. Du sollst einen Alexander Sergejewitsch mit dem Handy anrufen. Ich habe ihn nie gesehen. Ich hatte auch kein Handy. Ich ging zu bekannten Geschäftsmännern, die haben mir so ein Handy gegeben. Dann plötzlich kam die Stimme. Hallo, Freunde meiner Freunde sind auch meine Freunde. Als ich ins Theater kam, kam ein Anruf von der Menatep Bank. Sofort? Ja, sofort. Und wer war dieser Alexander Sergejewitsch? Das blieb unbekannt.
So war Chodorkowski gezwungen, Vagova eine Wohnung zu kaufen. Die anderen wurden aber im Treppenhaus erschossen. Hat man ein Strafverfahren wegen dieser Vorfälle eingeleitet? Nein. Warum nicht? Weil zu der Zeit Geld wichtiger als Gewissen war. Und heute, ich wiederhole es nochmal, der Mann, der lebenslänglich für das Attentat auf Putin bekommen hat, jeder kann ihn interviewen, interessiert aber niemanden. Dein Buch ist auch uninteressant. Es werden keine Neuauflagen gedruckt. Warum ist es für uns so uninteressant? Und das Erdöl, dass die Steuereinnahmen nach dem Fall von Yukos ums 80-fache gestiegen sind, dass der Staatshaushalt nach der Abschaffung des PSO-Gesetzes sich ums 3- bis 4-fache vergrößert hat? Und weiß man, wie Menschen auf Sachalin gelebt haben, bevor Putin in die dortige Situation eingegriffen hat? Der Staatshaushalt wuchs um das 3- bis 4-fache. Wir wissen aber nichts davon. Anscheinend spüren wir das. Warum ist es uninteressant? Ich denke, die Leute sind übersättigt mit Informationen. Ach wirklich? Weil die Wahrheit nicht das ist, was sie ist, sondern was für Wahrheit erklärt wird. Das ist eine Eigenschaft einer satten Gesellschaft. Dass man sich für die Wahrheit nicht interessiert? Ja, man interessiert sich vielmehr für Konsum, Gesundheit letzten Endes. Ich glaube allerdings nicht, dass das so schlimm ist. Jetzt nochmal zurück zum Jahr 2003, Sachalin. Was ging dort genau vor sich? Wie Menschen, russische Staatsbürger dort gelebt haben. Dort, wo es so viel Erdöl und Erdgas gibt, als Menschen in unbeheizten Wohnungen gelebt haben. Heißes Wasser gab es hier seit 1980 nicht mehr. Seit 1980? Nie, nie gab es das. Und zahlen Sie alle Nebenkosten? Ja, natürlich. Ich musste meine Wohnung verlassen, weil es nicht mehr ging. Auf Sachalin beheizt man seit 4 Jahren nicht mehr. Wir heizen mit kleinen Heizungsanlagen, aber die sind sehr teuer. Wir alle wohnen in einem Zimmer. Alles ist zu. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich mich zuletzt ausgezogen habe. Man muss sich aber irgendwie waschen. Ich fühle, dass ich keine Lust zu leben habe. Das hat man im Jahr 2003 aufgenommen, als Sachalin erfror. Wir befinden uns jetzt vom Kindergarten Ryabinka. Kinder können sich unmöglich in diesem Kindergarten aufhalten. Die Temperatur drinnen beträgt 1 Grad Celsius. Das geht ja nicht. Meine Tochter geht in die Kunstschule für Kinder. Gestern, als wir kamen, betrug die Temperatur dort 1 Grad Celsius. Für Kinder ist es unerträglich. Wenn sie durch den Flur laufen, rutschen sie aus. Die Lehrer hätten eigentlich ein Denkmal für ihre Leistung verdient. Als Sachalin erfror, transportierten Shell und andere Unternehmen von dort aus das russische Erdöl weg. Der Staat hat angefangen, den Außen- und Innenmarkt zu kontrollieren, insbesondere den Verkauf von Erdöl. Ja, das ist immer noch dieselbe Frage. Um welchen Preis hat Putin das geschafft? Nun zeigen wir noch einen Ausschnitt aus unserer Sendung von 2003. Sachalin erfriert, aber wir schulden den Amerikanern, die unser Erdöl nach dem PSA-Gesetz wegtransportierten, Millionen von Dollar. Das ist eine interessante Frage und es ist gut, dass sie immerhin von jemandem gestellt wurde. Man muss die Bedingungen vom Production Sharing Agreement bezüglich Sachalin 1 und Sachalin 2 lesen, die anscheinend vorher von niemandem gelesen wurden. Schreckliche Bedingungen für Russland. Ja, schreckliche kriminelle Bedingungen, besonders was Sachalin 2 angeht. Wie viel verlieren wir durch diese Abkommen, wir die Russische Föderation? Momentan schuldet Russland den Amerikanern über 700 Millionen Dollar. Wir schulden den Amerikanern noch Geld, nachdem wir ihnen auf unserem Shelf zu arbeiten erlaubt haben? Ja, wir schulden ihnen Geld. Das Land ist mit 723 Millionen Dollar im Minus. Wofür? Das ist doch unser Erdöl. Sie haben doch daran verdient. Ich kann das nicht verstehen, warum wir diese Summe schulden. Fast 1 Milliarde Dollar. Ramazan, ich kann mich gut an dieses alte Gespräch erinnern. Wir haben das wahre Volksdrama gezeigt. Das Drama von den Leuten, die ihr Eigentum abgegeben haben. Und dafür, dass sie es abgaben, erlitten sie noch zusätzlich Verschuldung. Und sie selbst mussten frieren, sowohl Kinder als auch Erwachsene. Man sagt, die halbe Stadt wird zentral beheizt, diese Hälfte aber überhaupt nicht. Rohre wurden zwar verlegt, aber die sind nicht isoliert. Von denen kommt keine Wärme. Wasser gibt es nur im Erdgeschoss und ein wenig im ersten Stock. Der Rest hat kein Wasser.
Welche Temperatur ist drinnen? Die Wärme wird durch Elektrizität aufrechterhalten. Es gibt solche, die ehrlich Stromrechnungen bezahlen und solche, die den Strom nicht bezahlen, weil das Leben sie dazu zwingt. Manche haben 3 Kinder. Versuchen Sie mal bei dem Frost Wäsche für Kinder zu waschen. Der Strom ist teuer. Während die Leute die Wärme gestohlen haben, haben die amerikanischen Unternehmen unser Erdöl im Rahmen des Abkommens Sachalin 2 gefördert und wegtransportiert. Und 2004 schuldete Russland obendrein den Amerikanern 1 Milliarde Dollar dafür, dass sie unser Erdöl förderten und wegtransportierten. Das klingt wild, aber genau so war das. Das war eine Tragödie. Die Leute haben vergeblich nach der Antwort auf die Fragen gesucht, die sie sich damals aufwarfen. Jelzin hat geschwiegen. Ich möchte das noch einmal betonen. Selbst im okkupierten Irak gibt es gewisse Mächte, die zugeben, dass es eine Schande ist, dass alle Ressourcen den Amerikanern nach dem PSA übergeben worden sind. Erinnern Sie sich an die Äußerungen, dass Russland ein armes Land sei, es tauge zu nichts, wir hätten keine Technologien, wir würden niemals Geld haben. Im Klartext, die wichtigste Aufgabe von Russland besteht darin, sich zu ergeben, sich sozusagen herzugeben. Unter anderem hatte man eine Idee. Darunter waren einige aus der Partei Jabloko, zu der ich mal gehörte, in Umlauf gesetzt, dass in 10 Jahren Erdöl von niemandem mehr gebraucht werden würde. Versteht ihr denn gar nichts? Jetzt ist die thermonukleare Synthese angesagt. Man müsse so schnell wie möglich unter beliebigen Bedingungen Erdöl loswerden, weil es schon morgen nicht mehr abzusetzen wäre, da es niemand mehr braucht. Hat Jawlinski das wirklich geglaubt? Die 49 Jahre, die ich lebe, erlauben mir zu behaupten, dass es keine Idioten in der Regierung gibt, nicht einmal in ihrer Nähe. Ich habe mich mit Sachalin 2 beschäftigt. Ich glaubte und glaube immer noch, dass es absolut richtig ist. Erstens locken wir riesige Investoren an, Milliarden von Dollar. Wir als Land Russland, gestern, heute und auch morgen, schaffen es nicht, solche Investoren anzulocken. Ich meine unsere russischen. Das Interessanteste ist, dass die Position von Viktor Tschernomyrdin, der diese Katastrophe unterstützt hat, auch heute dieselbe ist. Und die von Jawlinski ebenfalls. Er verlor gegen uns den Prozess wegen diesem Material. Auch heute hat sich seine Position nicht geändert, trotz den Äußerungen von Wladimir Putin. Wir bekommen jetzt gar nichts, obwohl Erdöl seit einigen Jahren gefördert wird. Und wenn sich die Unkosten erhöhen, werden wir noch weitere 10 Jahre nichts bekommen. Wir hören Putin, sein Auftritt schien ruhig, gewöhnlich und alltäglich zu sein. Der Maßstab der Sache, von der er spricht, ist nicht herauszuhören. Der Preis war sehr hoch. Die westliche Welt, außer Deutschland und Frankreich, hat über ihm ein Scherbengericht veranstaltet. Für das zurückeroberte Erdöl, die ganze angelsächsische Welt, alle 7 Schwestern waren gegen ihn, weil Britannien die strategische Linie hatte, seine Erdölsicherheit auf Kosten von Russland zu bekommen. In den 90er Jahren haben sie sehr aktiv daran gearbeitet. Warum nenne ich Putin Anführer der nationalen Revolution? Weil er sich mit dem System angelegt hat. Er hat sich persönlich mit dem in Russland von Ausländern geschaffenen System angelegt. Gegen das Regierungssystem, das wirtschaftliche System, das System der Verwaltung und der Sicherheit. Gegen alles, und zwar persönlich. Er hat einen Umbruch in der Entwicklung von Russland geschafft. Das heißt, Russland begab sich aus einem kolonialen Zustand heraus Richtung Souveränität. Und was kommt weiter? Es wird einen Kampf geben. Also der eigentliche Kampf steht noch bevor. Natürlich. Unter anderem auch ums Erdöl? Ja, natürlich. Sie haben das gut erkannt. Uns wurde befohlen, nichts zu wissen, beziehungsweise man hat nichts davon erzählt. Kleine Reportagen spielten keine Rolle. Selbst wenn das von jemandem gehört wurde, wird es sofort vergessen. Es gibt keine ernsthafte Auseinandersetzung mit dieser Frage. Ich habe mich extra ungefähr 1,5 bis 2 Monate vor den Wahlen in Amerika mit Obama getroffen. Seine Position in Bezug auf Russland war ganz einfach. Die vorherige US-Regierung von Bush hat Russland unterschätzt. Obama sagte, Bush ist ein Fehler bei der Einschätzung Russlands unterlaufen. Er hat Putin, Russland und sein Potenzial unterschätzt, seinen Willen unabhängig zu werden. Als Obama an die Macht kam, ist die amerikanische Finanzierung von russischen Medien ums Vielfache gestiegen. Evgeny, das ist ein sehr spannendes Thema. Wofür bekommt man eigentlich Dollar in Russland? Unter anderem auch einige Kollegen von uns. Informationskriege sind vor allem gegen diejenigen gerichtet, die unser Land retten. Das Ergebnis unserer journalistischen Recherche mit Argumenten und Beweisen sehen Sie in der 2. Folge des Films Der unbekannte Putin. Ja, hallo? Oleg Dmitrievich.
Ich grüße Sie. Hallo Oleg Dmitrievich. Ich grüße dich, du Held der sozialistischen Arbeit und hervorragender Industrieller. Ich habe eine einzige Frage, Oleg Dmitrievich. Wie groß waren die Einnahmen der sowjetischen Rüstungsindustrie 1991, als alles in die Brüche ging? Ungefähr 20 Milliarden Dollar. Kam das durch den Verkauf unserer Waffen auf dem Weltmarkt? Ja. Und wie viel haben die Amerikaner 1991 verkauft zum Vergleich? Ungefähr genauso viel. Also war es gleich hoch. 20 bei der UdSSR und 20 bei Amerika. Ja. Und 1992, als Gaida und Chubais kamen? Wir sind auf 5 Milliarden im Jahr abgerutscht, wenn die Amerikaner auf 35 Milliarden kamen. Nikolai Alexandrowitsch, wir hören diese Zahlen vom Sekretär der Verteidigungsindustrie, Oleg Dmitrievich Baklanow, der ein legendärer Mensch ist. Das Jahr 1991, als alles schwankte. Unsere Einnahmen vom Waffenhandel betrugen etwa 20 Milliarden. Die Einnahmen der Amerikaner waren auch ungefähr so groß. Im Jahr 1992 dagegen, als die jungen Reformatoren kamen, sind wir gleich enorm abgerutscht. Innerhalb von einem Jahr. Und die Amerikaner übernahmen den Markt. Mich wundert das nicht, wie viel in den ersten Jahren gemacht wurde. Wir haben doch Waffen nicht nur an Staaten des Warschauer Paktes verkauft. Unsere wichtigsten Handelspartner waren der Nahe Osten und Indien. Die Mehrheit der Verträge, die zu Sowjetzeiten abgeschlossen wurden, wurden abgebrochen. Wir wussten nicht, wie groß die Ausmaße der ganzen mit der Privatisierung angefangenen Katastrophe waren, die in der Vernichtung der großartigen russischen Fabriken bestand, deren Produktion auf dem Weltmarkt wegging wie warme Semmeln. So viel zum Waffenhandel. Wir haben mit allen Ländern zusammengearbeitet, mit Amerika, mit europäischen Staaten, mit Japan. Und wir haben gesehen, dass sie alle an der Entwicklung der ressourcenbildenden Branchen interessiert waren. Auf der Pariser Messe im Jahr 1991 haben wir 44 technologische Zentren ausgestellt. War das nur Maschinenbau? Ja, nur Maschinenbau. Am Ende der Ausstellung haben wir alles verkauft. Wir hatten 22 gemeinsame Unternehmen, deren Produktion auf den Weltmarkt gebracht wurde. Ja, und wurde alles verkauft? Alles wurde verkauft. Das Jahr 1991 war das letzte. Danach sind alle weggegangen. Welche Branchen wurden komplett vernichtet? Als erstes brach der Gerätebau zusammen, als zweites Elektronik. Man hat ein großes Potenzial geschaffen, aber statt hier zu investieren, haben wir es komplett versaut. Als drittes kam Maschinenbau. Erklären Sie mir bitte, warum die Jungreformatoren die Unternehmen vernichtet haben, welche das ganze Land ernährt haben. Das waren keine Stadt, sondern budgetbildende Unternehmen, deren Produktion, ich wiederhole es, genauso wie die amerikanische, auf dem Weltmarkt verkauft wurde, weltweit. Wir bekamen bares Geld, man hat nämlich nicht wie bei Kuba oder Äthiopien auf Raten gezahlt. Wieso kamen ausgerechnet diese Werke unters Messer? Verstehen Sie das etwa selbst nicht? Nein, ich habe darauf keine Antwort. Warum ausgerechnet diese Fabriken? Wie die Fabrik in St. Petersburg, die Systeme der computergestützten numerischen Steuerung herstellte. Das war ein nagelneues gemeinsames Unternehmen mit Italien. Da fing man plötzlich an, statt CNC-Systeme für Maschinen, Zigaretten der Marke Peter der Große herzustellen. Diejenigen, die das Russland-Konzept entwarfen, haben in ihm keinen Platz für Entwicklung des industriellen Potenzials vorgesehen. Sie brauchen Russland als Ressourcenquelle. Von Russland brauchen sie nur Erdöl, Gas und Erz. Wenn sich CNC-Systeme und Sukhoi-Flugzeuge gut verkaufen ließen, wie kann einem die Idee kommen, statt Su-27 chinesische Fahrräder zu produzieren? Putin hat allerdings dieses großartige Unternehmen gerettet, aber davon reden wir später. Jemand hat es so gewollt. Man nahm Fabriken und Geld und verschwand. Das ist der zweite Teil unseres Gesprächs davon, um welchen Preis ein Mann es geschafft hat, das Letzte, was zu retten war, zu retten. Ich werde Ihnen eine sehr wichtige Frage stellen. Warum gibt es heute, im Jahr 2011, keine Liste der zerstörten Fabriken? Der zerstörten Fabriken. Der im Laufe der Privatisierung zerstörten Fabriken. Wie die Atom-U-Boot-Fabrik in Komsomolsk am Amur. Wer hat sie gekauft, Gennady Ivanovich? Das ist eine Frage an Gennady Rajkov. Ich war in dieser Fabrik. Da standen U-Boote, solche wie die Kursk.
die Unvollendeten, die einfach herumstanden. Als Putin sich mit dieser Fabrik zu beschäftigen begann, konnte man keinen Besitzer finden. Der Staat beschloss, sie aufzukaufen, aber man konnte den Besitzer nicht finden. Letztendlich fand man ihn auf den neuseeländischen Inseln. Er sagte, wollt ihr sie kaufen? Von mir aus. Wie kam es dazu, dass eine solche riesige Atom-U-Boot-Fabrik an eine Privatperson verkauft wurde? Mittlerweile ist sie in Staatsbesitz. Putin hat sich persönlich mit der Sache befasst. Das Schwierigste war, die Besitzer zu finden. Sie haben vergessen, dass sie eine Fabrik haben, weil sie von ihr keine Einnahmen erhielten. Ja, das ist wahr. Wir sprechen von einem geheimen Verteidigungsunternehmen, das solche U-Boote wie die Kursk herstellte, die mit einem fast fertigen, funktionierenden Atomreaktor an Bord versehen waren, der jeden Augenblick hätte explodieren und ein kleines Tschernobyl veranstalten können. Das eine U-Boot war, wie Sie gesagt haben, zu 90% fertig. Der Reaktor war bereits in Betrieb. Das Unternehmen gab Unsummen aus, damit er im Warmen funktioniert. Im Zuge der ganzen 90er Jahre hat Viktor Ishajew, der damals Gouverneur der Chabarowsk-Region war, er erzählt gerade, was es ihn gekostet hat, dass die Fabrik wieder verstaatlicht wurde, allen Ministern und Vizepremiers die Gefahr nahegelegt, was kommen könnte, wenn Chubais den Strom in Komsomolsk am Amur abstellen würde. Wir durften das nicht zulassen, sonst wäre es zu einem kleinen Tschernobyl gekommen. Nicht mehr und nicht weniger. Nicht mehr und nicht weniger. Warum gibt es keine Liste von den zerstörten Branchen? Von den ganzen Branchen, deren Vernichtung Putin wie durch ein Wunder gestoppt hat. Es fehlt nicht nur diese Liste. Das waren solche legendären Unternehmen wie Roter Proletarier oder die Sergo-Orchenikidze-Fabrik in Moskau. Die gibt es nicht mehr. Es gibt nicht einmal eine Liste davon, was wir verloren haben. In keinem anderen Land des ehemaligen sozialistischen Lagers wurde die Industrie dermaßen zerstört wie in Russland. Man hat uns das Wichtigste gestohlen. Die Spitze der Zerstörung war gegen die wichtigsten Institute für technologische Entwicklung gerichtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich alle gewundert, wie schnell die UdSSR technologisch konkurrenzfähig wurde. Sie kamen zu uns und haben alles übernommen. Meinen Sie auch die Kosmosindustrie? Ja. In den Zeiten des Eisernen Vorhangs hat unsere Regierung verstanden, dass eigene Technologien absolut unumgänglich sind. Gerade deswegen wurden die wichtigsten wissenschaftlichen Branchen vernichtet. Solche wie Elektronik, Maschinen- und Gerätebau. Das ist doch ein Mythos, dass die UdSSR kurz vor dem Zerfall nichts zustande brachte. Sie war an dritter Stelle vom Bruttoinlandsprodukt her, und zwar nicht nur durch Waffenhandel. Beim Waffenhandel war sie die Nummer zwei. Sowjetische Wälz- und Gelenklager waren die besten weltweit, und alles kam unters Messer. Reformen sind eine organisatorische Waffe zur Objektvernichtung, die längst in einem Buch beschrieben wurde, das von kompetenten Menschen mit Vergnügen gelesen wird. Das Buch heißt Bekenntnisse eines Economic Hitman. Es wurde von einem Amerikaner geschrieben, der bei den Konzernen gearbeitet hat, die sich mit Vernichtung anderer Länder beschäftigten. Er hat ausführlich geschildert, wie mit Hilfe der Reformen Länder vernichtet werden. Im Grunde könnte man verheerendere Waffen wie zum Beispiel Lebensmittel verwenden und damit die Bevölkerung töten. Was man nicht alles machen kann. Sergej, mir wird gerade klar, wie schlecht wir es verstehen, welches Erbe Putin antrat. Im Jahr 2000 hat Russland endgültig folgende Branchen verloren: Elektronikindustrie, Putin rettete, was er konnte, Schiffbau, zivile Schiffe vor allem, Tragflügelboote hat Putin aber bewahrt, Industrie der Verbindungsgeräte, Gerätebau hat Putin gerettet, schweren Maschinenbau, die Presswalzenfabrik in Jekaterinburg hat Putin gerettet, Maschinenbau hat Putin gerettet, Leichtindustrie, wo ist der russische Flachs hin? Es gibt ihn seit 2000 nicht mehr, aber in Kostroma gibt es ihn wieder und Ivanovo wurde eine Fabrik wiedereröffnet. Putin hat vom Volk, das vom Grauen jener Zeit gepackt wurde, einen unglaublichen Kredit an Vertrauen und Erwartungen erhalten. Er schuf die sogenannte Machtvertikale.
Warum ist ihm das eine gelungen und das andere nicht? 2000 hat er verstanden, dass dank Jelzin alles am Abgrund stand. Putin hat aber vermocht, die Katastrophe abzuwenden. Lassen wir uns diese Frage von Jaurès Alferov beantworten. Ich habe dem Nobelpreisträger nur eine Frage gestellt. Wenn wir, die Russische Föderation, heute uns das Ziel setzen würden, eine Atombombe zu bauen, würden wir das wie Stalin nach dem Krieg schaffen? Heute eine zu bauen? Natürlich nicht. Nein? Natürlich nicht. Das wäre unmöglich. Ein nukleares Projekt erfordert vor allem große Ausgaben. Das Manhattan-Projekt kostete über 2 Milliarden Dollar. Das waren selbstverständlich die Dollar der frühen 40er Jahre. Das bestätigen alle Wissenschaftler. 1945 nach Hiroshima ging die intensive Arbeit an einer Atombombe in der UdSSR los. Und 1949 hat sie eine nach 4 Jahren Arbeit gebaut. Zwei Faktoren haben dabei die entscheidende Rolle gespielt. Die hochqualifizierte Physikschule vom Akademiker Joffe und die Schnelligkeit, mit der man die Atomindustrie erschaffen hat. Die UdSSR baute eine Atombombe 4 Jahre nach dem Krieg. Putin hat die Physikschule vom Akademiker Joffe vor dem Zerfall gerettet. Auch das Wladimir-Fortow-Institut in Moskau wurde wie durch ein Wunder gerettet, wobei es 2000 kurz vor der Vernichtung stand. Putin hat den Zusammenbruch gestoppt und rasch das Tempo des Abrutschens verlangsamt. Da im Lande eine Jägerklasse entstand, die alles auffraß, begann Putin sie aufzuräumen, indem er ihr akute Probleme bereitete. Er hat aber die Grundlage nicht verändert. Was ist primär? Russland für den Kapitalismus oder der Kapitalismus für Russland? Putin ist es natürlich nicht gelungen, die Menschen zu verändern, obwohl er in vielerlei Hinsicht das Land verändert hat. Hätte man die Oligarchen verändern können? Die oligarchischen Prozesse waren lange vor Putin so weit gekommen. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Im ersten Teil unseres Films hat Geyda Aliyev vom Mordversuch an Putin erzählt, der in Baku während seinem Besuch unternommen wurde. Wir wollten keine Werbung für uns machen, deswegen haben wir nichts groß erzählt. Der FSB, der russische Geheimdienst, weiß es. Schon bevor Putin hierher kam, wussten sie, welche Maßnahmen ergriffen worden sind, welche terroristischen Mittel dem Attentäter weggenommen worden sind. Das war die anstrengendste Operation, die das Sicherheitsministerium von Aserbaidschan in diesem Jahr durchgeführt hat. Dieser Mensch ist irakischer Staatsbürger. Sein Name ist Kanan Ahmed Rostam. Seine weiteren Namen lauten Abdurrahman Buhari, Abu Said Al-Ghurdi, Kanan Magomedov. In der terroristischen Szene kennt man ihn unter diesen Spitznamen. Der echte Name von ihm ist Kanan Ahmed Rostam. Er wurde in Afghanistan und Tschetschenien ausgebildet. Also der Iraker weist eine Spur nach Tschetschenien auf. Zum Terroristen wurde er in Afghanistan ausgebildet. Später hat er an der Seite von Tschetschenen gekämpft. Wann der Plan ausgereift war, ein Attentat auf Wladimir Putin zu verüben, ist schwer zu sagen. Er hatte ein ganzes Arsenal von Sprengstoffen. Das war ein komplexes System, das eine Verbindung zwischen dem übertragenden und empfangenden oder sprengenden Teil herstellt. Unseren Spezialisten war ein ähnliches selbstgemachtes System vorher unbekannt. Und wie wollte er den Präsidenten von Russland in die Luft sprengen? Wissen Sie, diese Geräte funktionieren mit Hilfe von Handys. Es wird nach dem Signal zum Beispiel von Baku aus, das heißt in Reichweite von einem Funknetz, einprogrammiert. Das heißt, das Gerät kann ferngesteuert werden. Als wir das gezeigt haben, haben diejenigen, die die Situation kannten, mit einem Schmunzeln gefragt, warum Karaulov nur von einem Mordversuch an Putin berichtet und von den 4 weiteren nicht. 5-mal war Putin in akuter Lebensgefahr. Das ist noch eine weitere unbekannte Seite von ihm. Warum sage ich denn eine? Es sind eigentlich 5. 5-mal hat er sein Leben riskiert. Dieses Thema ist abgeschlossen. Warum? Diese Frage bleibt unbeantwortet. Warum wir gleich im ersten Teil davon nichts gesagt haben? Erstens, ich habe das selbst nicht gewusst. Zweitens, wir reden von den Oligarchen, die Putin nicht zu verändern vermochte.
Ein Sprengstoffattentäter namens Pumana stellte sein voll mit Sprengstoff gestopftes Auto unweit vom Kutusowski-Prospekt ab. Die Sprengstoffmenge war so enorm, dass es nicht nur für die Vernichtung des Ehrengeleits von Putin, sondern auch des Nachbarhauses gereicht hätte. Das war angeblich das Werk von der kriminellen Kingisepska-Gruppierung. Ich vermute, dass die Verschwörung gegen Putin nicht mit einem Senator verbunden ist, den es allerdings tatsächlich gab, der das angeblich aus Rache veranlasst hat, sondern mit der Deprivatisierung des Brennstoff- und Energiekomplexes in Baschkirien. Das ist meine Version. Man hat auf Putin gewartet, man hat zufällig Kabel, die aus Pumanas Auto ragten, bemerkt, was der Grund für seine Festnahme war. Und auf dem Polizeirevier starb er, nachdem er von einem Polizisten einen Schlag auf die Brust abbekam, da er Herzprobleme hatte. Aber das Wichtigste ist, dass man Putin auflauerte. Und das ist der baschkirische Brennstoff- und Energiekomplex, der privatisiert wurde. Als Putin sich zu interessieren begann, zu welchem Preis er verkauft und von wem die Einnahmen kassiert wurden, hat man dieses Auto abgestellt. So sind die Oligarchen. Ich nenne jetzt keine Namen. Ich bin nur ein Journalist und das ist meine Version. Aber ich glaube, dass ich recht habe. Auf Putin hat man gewartet. Wer? Das war ein Groß aus Ufa, der Hauptstadt des sonnigen Baschkirien. Baschkiriens Rolle in diesen Prozessen war nicht so bedeutend wie die Interessen von großen oligarchischen Gruppen. Noch gewichtiger waren die Interessen von den Ausländern, die an der Fortsetzung von Putins Tätigkeit nicht interessiert waren. Heute findet eine Kampagne statt, die das Ziel hat, uns von sämtlichen Errungenschaften der Sowjetunion zu befreien. Damit Russland nie wieder wirtschaftlich, politisch, kulturell, wissenschaftlich und sozial eine Gefahr für diejenigen darstellen kann, die die Welt beherrschen. Wir haben vorhin gehört, dass Putin die Grundlage für seine Macht nicht verändert habe und dass er sich auf dieselben Oligarchen stützen würde. Diese wären viel reicher als zur Zeit von Jelzin geworden. Er hat keine neue Richtung eingeschlagen und das ist seine Zwiespältigkeit, die man auszunutzen versucht. Die russischen Bürger haben 1991 für Kapitalismus gestimmt, indem sie Jelzin gewählt haben. Sie haben sich in diese kapitalistische Richtung begeben. Schafft doch irgendeinen rheinisch-industriellen Nationalkapitalismus. Aber das tut ihr doch gar nicht. Dem stimme ich nicht zu. Putin hat den Charakter des russischen Staates so verändert, dass das Leben von Menschen mittlerweile nicht mehr von den Oligarchen abhängt. Ich kann mich gut erinnern, wie es in den 90ern zuging. Damals gab es ein Beamtenquotensystem. Jeder Oligarch hatte eigene Beamte. Die ganz Großen hatten hunderte Beamte, die kleineren etwas weniger. Die einzige Aufgabe eines Ministers damals bestand darin, für das Wohlergehen des Geschäfts von seinem Oligarchen, dem er seinen Posten zu verdanken hatte, zu sorgen. Was haben Sie mit dem Land angestellt? Die Amerikaner hatten diesen berühmten Plan, mit hunderten Atombomben die Sowjetunion anzugreifen. Vor allem die Städte standen auf der Liste, in denen sich die größten Fabriken befanden. Über 300 Städte wie Tschelabinsk, Rostow, Lubetzi bei Moskau, wo es eine Landmaschinenfabrik gibt, wenn es keine Landmaschinen gibt, gibt es keine Ernte, hätten vernichtet werden sollen. Kann mir jemand erklären, warum die Privatisierung genau nach dem Schema dieser Liste verlief? Besteht da ein Zusammenhang? So haben die Jungreformatoren die Fabriken zerstört. Dasselbe Schicksal hat später den Flugzeugbau ereilt. Die ganze Wissenschaft ging unters Messer. Und in diesen Gebäuden haben später Salons, Büros, Einkaufs- und Unterhaltungszentren eröffnet. Wie konnte einem die Idee kommen, die einzigartigen thermokonstanten Hallen der St. Petersburger Maschinenbaufabrik in Lager zu verwandeln? Welche reiche Fantasie man haben muss. Oder haben Sie nicht verstanden, was Sie da machen? Also diese Fabrik und die nebenan samt dem Forschungsinstitut wurde von der Firma Möwe Plaza gekauft. Was ist das denn für eine Firma? Wenn man durch Moskau Richtung Schukowka fährt, sieht man hier und da Schilder von ihr. Das stimmt absolut. Im Klartext heißt es, die Amerikaner haben die Zerstörung der Raketenindustrie veranlasst. Und jetzt lass uns zurückblicken. Das berühmte Raketenwerk Votkinsk hat es doch geschafft, die Bulava zum Fliegen zu bringen. Trotz Mangel an eigener Gummiindustrie.
Wir hatten eine einzige Fabrik, die an der Wolga Gummi für Atom-U-Boote herstellte, aber sie wurde vernichtet. Jetzt kaufen wir Gummi von den Chinesen. Aber das Raketenwerk Votkinsk wurde gerettet. Dass sowohl die Rakete Bulava als auch Topol-M endlich zum Fliegen gebracht werden konnten, ist die Errungenschaft von Putin. 1992 hat der Vertreter des Direktors vom Chrunichew-Raketenwerk versucht, eine Rakete ohne Zünder, versteht sich, nach Australien für einen Vergnügungspark zu verkaufen, um das Werk irgendwie vor der Schließung zu retten. In ihren Hallen standen einige RS-56. Sind das Raketen? Ja, genau. Also in Australien hat man Vergnügungsparks gebaut, in welchen man in einem Bunker die sowjetische Gefahr überleben oder eine Rakete anheben und herunterlassen konnte. Die Australier haben schon etwas vom Chrunichew-Raketenwerk gekauft und man wollte ihnen noch etwas verkaufen. Und wie sieht es heute mit dem Maschinenbau aus? Sehr gut. Die führenden Fabriken befinden sich in der Moskau-Region. Auf den Weltmärkten lässt sich die Produktion von ihnen gut verkaufen. Der Branche geht es mittlerweile prächtig. Das haben auch unsere Regierungsleute beim Besuch des Konstrukteurbüros bestätigt. Dort ist jetzt alles in Ordnung. Aber damals sind die Emissäre dieses Werks nicht nur bis nach Europa und China, sondern bis nach Australien gekommen. Lasst uns das Problem nicht vereinfachen. Was war der Grund für die Entstehung des Chemisov-Konzerns? Warum wollte man alle übrig gebliebenen Werke unter einen Hut bringen? Jetzt zurück zur berühmten amerikanischen Liste der mit Atombomben zu vernichtenden russischen Städte. Exakt nach dem Schema von dieser Liste rettete Putin die Fabriken. Putin wird von ihnen als Zerstörer ihrer Pläne in Russland und somit als Störenfried bei ihren Weltherrschaftsplänen angesehen. Oder ist er einfach der Zerstörer der Einpolwelt, die während den 90ern einpolar wurde? Ja, einmal sagte uns Igor Spassky, man darf die Entstehung einer Einpolwelt nicht zulassen. Auf keinen Fall. Können wir das jetzt verhindern? Theoretisch verstehen wir das. Wir sprechen davon, aber momentan ist es schwer für uns, ein Gegengewicht zu den Amerikanern zu schaffen. Eine Einpolwelt ist im Grunde ein Weltstaat und er verteidigt sich mit verschiedenen Mechanismen, was wir am Beispiel der Propaganda der russischen Medien beobachten können. Hillary Clinton hat übrigens gesagt, dass Russia Today, der Sender, der von Putin gegründet wurde, Amerikas Pläne in Libyen ruiniert hat. Das heißt, unser Sender, der die Wahrheit erzählt hat, zerstörte die Propaganda, welche die totale Vernichtung wie die von Hussein befürwortete. Wissen Sie es noch? Das war in den 50ern, als die Amerikaner vorhatten, die Sowjetunion mit über 300 Atombomben anzugreifen. Das wäre der Dritte Weltkrieg gewesen. Man sprach vom Dallas-Plan, als solchen hatte es ihn aber nicht gegeben. Das war ein Plan, den die Stabsgeneräle ausgearbeitet haben. Sie hatten spezielle Richtlinien vom US-Präsidenten erhalten. Das war ein Kriegsplan. Das wäre ein Atombombenangriff auf die Städte gewesen, die große Unternehmen haben. Wenn wir die Liste von den zu vernichtenden Städten mit der Liste der von Jegor Gaida vernichteten Unternehmen vergleichen, lesen Sie einfach Bekenntnisse eines Economic Hitman. Gaida ist ein Economic Hitman. Alles, was 1991 und später anfing, war ein Liquidationsplan von Russland. Und er wurde konsequent umgesetzt. Jetzt lassen Sie uns tiefer hineinschauen. Was hat Putin gemacht? Davon spricht man nicht. Erstens, Putin hat nicht einfach nur den Zusammensturz des Landes gestoppt. Er widerrief bereits getroffene Entscheidungen, Russland zu liquidieren. Die Frage, warum Gaida und andere Jungreformatoren den amerikanischen Vernichtungsplan, allerdings mit anderen Methoden, die wichtigsten industriellen Städte von Russland mit Atombomben zu zerstören, erfüllt haben, möchte ich dahingestellt sein lassen. Das waren genau die 324 Unternehmen nach dem Plan. Sie wollten am liebsten alle 324 vernichten, aber erledigt haben sie nur etwa 200. Das heißt, nach diesem amerikanischen Plan lief die Vernichtung unserer Unternehmen. Ohne Atombomben. Mit den eigenen Händen. Putin hat von den Werken, wahrscheinlich ohne sich der Parallele zum amerikanischen Plan bewusst gewesen zu sein, die noch zu retten waren, fast die Hälfte gerettet. Man denke dabei an die Rettung von AutoWAS. Diese Situation wird bei uns nicht analysiert. Es findet ein Konkurrenzkampf statt, egal wie gut wir befreundet sind. Putin schaffte es, den Lebensstandard in Russland so zu erhöhen, dass die Menschen überleben konnten, weil wir aus den 90er Jahren bettelarm hervorgegangen sind.
Es wird wiederum von vielen gesagt, dass die Gaida-Reformen schwer waren. Wenn die Reformen so schwer waren, und Reformen, wie wir wissen, sind ein Werkzeug, um Länder zu vernichten, was ist der wahre Preis der Reformen der 90er Jahre? Wie viele sind ihnen zum Opfer gefallen? Wie viele Menschen sind durch die Reformen ums Leben gekommen? 2 Millionen Menschen. Das war der Preis der Reformen. Das sind diejenigen, die verhungerten oder tödlich erkrankten. Dazu kommen noch die demografischen Verluste. Der Akademiker Tischkow spricht von 2 Millionen. Und seine nicht minder qualifizierten Kontrahenten sagen, welche 2 denn? Das waren doch 11 Millionen. Elf Millionen sind ungefähr die Hälfte derer, die wir im Zweiten Weltkrieg verloren haben. Selbst 2 Millionen wären zu viel gewesen. Jetzt sagen Sie, die patriotisch eingestellten Demografen hätten sich diese Zahl ausgedacht. Der Akademiker Tischkow hätte recht. Aber der Akademiker Tischkow hat direkt gesagt, dass eine Zahl die Einwanderer mit einschließt, wobei die natürliche Abnahme der Bevölkerung diese nicht mit einbeziehen kann. Die Reformatoren geben zu, dass 2 Millionen durch die Reformen gestorben sind. Die Zahl enthält die Ungeborenen und diejenigen alten Menschen, die zu früh sterben mussten, weil sie kein Geld für Arzneimittel hatten. Zähneknirschen geben sie das zu. Das muss man sich vorstellen. 2 Millionen Menschen. 2 Millionen ist ungefähr die Anzahl der Opfer von Pol Pot in Kampuchea. Aber in der Tat sprechen wir heute von 12 Millionen. Ganz zu schweigen von den Ausgewanderten. Die Ausgewanderten gehören ja auch zu den Verlusten der Nation. Sag mir, wenn das ein Holocaust war, warum kennen wir diese Zahl immer noch nicht? Welche Zensur verbietet es unserem Gewissen, alles beim Namen zu nennen? Das ist in der Tat das Erbe, das Putin hinterlassen wurde. Das ist der Grund, warum es immer noch keine neuen Dneprogas und Magnitkas gibt. Jedes Jahr schrumpfte unsere Bevölkerung um 1 Million. Wir sind etwa 145 Millionen. Und die einfache Arithmetik sagt uns, wenn es dabei geblieben wäre, hätte es in 145 Jahren von uns keinen mehr gegeben. Um 1 Million jährlich. Die Sterberate war höher als die Geburtenrate. Wessen Verdienst war es, dass die Geburtenrate um 26% gestiegen ist? Wladimir Wladimirowitsch Putins und seiner Politik. Aber auch darüber sprechen wir gar nicht. In 5 bis 10 Jahren wird das, wovon Sie jetzt sprechen, allgemein bekannt sein. Deswegen nenne ich ihn den Anführer der nationalen Revolution. Der Revolution, die noch nicht gesiegt hat. Das ist eine wahre Herausforderung. Vergessen Sie nicht, dass Jelzin und Dudajew praktisch den Unabhängigkeitsvertrag von Tschetschenien unterzeichnet haben, was zur Folge hätte haben können, dass alle Republiken nach Unabhängigkeit verlangt hätten. Und das bedeutet Blutvergießen. Das Abkommen von Chasavyurt hätte zum Zerfall der Russischen Föderation führen können. Ich denke, Jelzin wollte, als er Putin die Macht übergab, nicht als letzter Präsident Russlands in die Geschichte eingehen. Er hat es verstanden. Es war ein Wunder, dass der Zerfall des Landes trotz des unterschriebenen Abkommens gestoppt werden konnte. Ganzen Budget. Unser Land hat ungefähr im Jahr 2000 begonnen, dagegen zu kämpfen. Der offizielle Sieg wurde 2004 errungen. Das heißt, erst nachdem Putin an die Macht kam, fing der Kampf an. Natürlich. Und davor waren alle Naturressourcen nach dem PSA-Gesetz nicht in russischer Jurisdiktion. Das heißt, die Ressourcen waren quasi nicht russisch. Die Verluste betrugen 2/3 vom ganzen Budget. Die Renten waren damals 3-mal niedriger als jetzt. Alle Staatsausgaben waren 3-mal niedriger als jetzt. Die Erdölgelder blieben im Ausland. Sie kamen nicht einmal in die russische Jurisdiktion und Wirtschaft. Sie wurden zu ausländischem Eigentum, sobald Erdöl befördert wurde. Sie waren laut dem PSA-Gesetz gar nicht russisch. Als du vor einem Jahr erzählt hast, dass Russland 10 Jahre lang keine einzige Kopeke von diesem Erdöl abbekommen hat, standen alle unter Schock. Ja, das stimmt, weil das PSA-Gesetz in Kraft war. Man hat irgendwie nicht gewusst, dass vor Putin das russische Erdöl, auf das wir so stolz sind, Russland nicht ernährt hat. Ich habe eine Frage. Das ist eine grundlegende Sache. Woraus setzt sich das Budget zusammen und wer hat unser Geld all die Jahre gestohlen? Praktisch stellt sich heraus, dass wir bestohlen wurden. Und was hat Putin gemacht? Und hier ist meine Frage, wenn das eine grundlegende Sache ist, warum wir von Putins Rolle, von seiner Arbeit immer noch nichts wissen?
Die Menschen verstanden nicht, dass Politik auf ihr Leben keinen geringeren Einfluss als die Familie nimmt. In jedes Haus kommt Politik in Gestalt von Rente, Lohn, Lebensstandard und Sicherheit des Landes. Wenn die ganzen Erdölgelder, Dutzende, Hunderte von Milliarden im Ausland blieben, wie groß muss das Risiko für Putin gewesen sein? Unter anderem auch das internationale Risiko. Wie unzufrieden manche waren. Das zustande gekommene Risiko. Davon reden wir später. Kannst du mir unseren damaligen Zustand erklären? Erstens, die Propaganda läuft, und zwar so, dass die Spitze der Propaganda gegen uns gerichtet ist. Das versteht man nicht. Bei uns versteht man nicht, dass der russische Staat von amerikanischen Beratern geschaffen wurde. Du hast gesagt, dass die Erstellung unserer wirtschaftlichen Gesetze durch amerikanische Zuschüsse finanziert wurde. Die Erstellung von allen grundlegenden Gesetzen wurde dadurch finanziert. Die Erstellung aller Geschichtslehrbücher wurde durch amerikanische Zuschüsse finanziert. Das war von 1992 bis 1995. Der Staatsapparat von Russland wurde von amerikanischen Beratern erschaffen. 10.000 Menschen arbeiteten in unseren Behörden an der Erschaffung des russischen Staates. In allen wirtschaftlichen Ministerien haben sie gearbeitet. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen und ich habe es sogar dem Präsidenten Putin gezeigt. Die Sponsorhilfe von Soros, das waren gewöhnliche Schulhefte. War das nach dem Skandal mit den Schulbüchern, die Soros veröffentlicht hat? Ja, aber das war eine ideologische Verfälschung, als der Schlacht um Stalingrad nur 3 Zeilen und dem Treffen an der Elbe nur 4 Seiten gewidmet waren und dass die Amerikaner den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten. Ja, aber da ging es um was anderes. Und zwar, das ist ein normales Heft, aber auf der Kehrseite des Heftes stand kein 1x1, kein Text der Staatshymne, sondern dort waren 4 amerikanische Präsidenten abgebildet, 4 Porträts. Warum müssen amerikanische Präsidenten auf dem Schulheft eines russischen Schulkindes abgebildet sein? Das war natürlich kein einzelnes Heft, sondern 100.000 Stück. War Putin erstaunt? Ja, er war erstaunt. Hieran seht ihr, so wird Politik gemacht. Wie sieht das Gesicht von diesem Menschen heute aus? Ein sehr interessantes Gesicht. Für alles verantwortlich. Von 2000 bis 2010. Für alles verantwortlich. Wie waren sie diese Jahre für diesen Menschen? Weiß das jemand außer ihm selbst? Wer hat die ganze Gesetzgebung in den 90er Jahren geschrieben? Die Erstellung aller Gesetze, inklusive des Steuergesetzes, wurde durch ausländische Zuschüsse finanziert. Wir haben die Ressourcen von Russland erst 2004 unter nationale Kontrolle bekommen. Und davor waren sie nach dem Production Sharing Agreement nicht einmal in russischer Jurisdiktion. Aber nicht alle natürlich. Und erst 2004 wurde dieses Gesetz aufgehoben. Hätten wir das nicht gemacht, könnten wir überhaupt nicht vom Ölpreis profitieren. Die Einnahmen von Erdöl würden nicht ins Budget fließen. Die Erstellung der ganzen Gesetzgebung von Russland wurde durch ausländische Zuschüsse finanziert. Ich habe das nicht gewusst, bis ich das vom Vorsitzenden des Komitees für wirtschaftliche Politik erfuhr. Alle Gesetze durch ausländische Zuschüsse, die wichtigsten Gesetze. Das heißt, die Amerikaner haben für uns Gesetze geschrieben, unter anderem was Erdöl anbelangt. Wir haben ein typisches Gesetz für Schwellenländer verabschiedet, das Production Sharing Agreement. Das ist ein Kolonialgesetz für Dritte Weltstaaten. Es ist wichtig zu verstehen, die erste Entscheidung, sich dem Gesetz zu widersetzen, trafen wir 2003. Die ersten Abmachungen wurden schon damals und die wichtigsten am 1. Januar 2004 aufgehoben. Und was sehr wichtig ist, die Profite durch Erdöl kamen Russland im vollen Umfang erst ab 2004 zugute. Vorher haben wir von jedem Dollar weniger als 20 Cent bekommen, von jedem Erdöldollar. Und alle haben geschwiegen. In den 90er Jahren haben wir einen Wechsel der politischen Elite erlebt. Das heißt, Jelzin brauchte die amerikanische Unterstützung im Kampf gegen Rasbulatov und Rutskoy. Und nicht weniger gegen regionale Eliten von Tatarstan, Baschkirien und Jakutien. Ganz zu schweigen von Tschetschenien und Inguschetien, das ohne Abkommen gelebt hat. Tatarstan und Baschkirien haben ja auch Erdöl. Das Production Sharing Agreement. Was ist das PSA-Gesetz? Ein Mann, ein einziger Mann, Wladimir Putin, hat es vermocht, die Situation grundlegend zu ändern.
Warum hat Russland sein Erdöl, das Erdölgeld verloren? Scheinbar der wichtigste Bestandteil von unserem Budget, Erdöl, Gas und Waffenhandel. Heute werden wir ein überraschendes Gespräch führen. Faktisch ist es ein Gespräch darüber, wie schlecht wir diesen Menschen und seine Leistungen kennen. Und sein Name ist Wladimir Putin. Die Budgetverluste durch das PSA-Gesetz betrugen 2/3 vom... Wie kam es dazu, dass das russische Erdöl plötzlich komplett zum ausländischen Eigentum wurde? Lass uns nicht eilen, lass uns das PSA-Gesetz am Beispiel von Sachalin erklären. Sachalin war das letzte Abkommen. 260 wurden widerrufen. Sie basierten auf der Basis des Gesetzes, das vor Putin in den 90er Jahren verabschiedet wurde. Das heißt, das ganze Erdöl, Gas, Metalle, alle Naturressourcen, alle 262 Vorkommen nach diesem rein kolonialen Schema gingen ins Ausland. Das heißt, uns wurde alles, Metall, Gas, Erdöl, entzogen. Absolut, es gibt ein Vorkommen, aber es befindet sich in einer fremden Jurisdiktion. Es ist zwar auf dem russischen Territorium, aber es ist quasi nicht da, als wäre das Vorkommen rausgeschnitten und weggebracht worden. Ich muss ehrlich sagen, ich habe damals nichts gewusst. Und du? Du warst ja Vizepremierminister. Hast du gewusst, dass es so schlimm mit dem Erdöl aussieht? Ich war mit einer Regierungsdelegation in Saudi-Arabien. Mit dabei war der Minister für Erdöl und Energetik, Shafranik. Als wir gesehen haben, wie man in Saudi-Arabien mit Erdöl umgeht, habe ich ihn gefragt, wer ist bei dir im Ministerium für Verkauf von Erdöl zuständig? Er hat mir die Zahl 169 genannt. Das waren die Subjekte. Unter diesen Subjekten gab es großartige Kabarettisten, Sängerinnen. Alle beschäftigten sich mit Erdöl. Und obwohl Shafranik dagegen aufgetreten ist, vergrößerte sich die Liste von diesen Leuten immer mehr.